Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Traumtänzer und zwar Thorsten und Sandra Traumtänzer. Ja, in ihrem schönen Häuschen, das ja, glaube ich, ein bisschen verbuggt ist. Wir werden heute um 16 Uhr das nochmal anschauen. Ich habe ja den Tipp bekommen, die Familie soll ausziehen, wieder einziehen. Dann müsste ich natürlich sämtliche Utensilien irgendwie entweder mitnehmen, also in die Inventare mitnehmen, damit ich das wieder alles noch habe. Ich glaube, das versuche ich noch mal gerade ein bisschen zu vermeiden. Aber wenn es um 16 Uhr tatsächlich nicht geht, ich glaube, naja, wir schauen einfach mal, ob ich es dann mache, weil irgendwo ist es ja natürlich schon doof, wenn unsere Freundschaften, die wir so hegen und pflegen, alle plötzlich, ja, da niedergemacht werden. Nö. So, genau, weil wir haben halt hier so ein paar Freundschaften, die ziemlich nach unten gerauscht sind. Und was haben wir denn eigentlich heute? Wir haben Sonntag heute und er hat frei und du hast auch frei und die Kids haben natürlich auch frei. Wir haben bei den beiden schon ihr Platin-Level erreicht und auch beide waren schon in ihrer Zone. Wir haben die Bilder gemalt, also das ist ja das, was ich so für mich sage, das sind meine Hauptthemen, die ich habe. Und von daher habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Versuch mal die Georgia anzurufen. Genau, unsere Sandra, die näht hier, wie man sieht. Ich weiß gar nicht, was sie gerade momentan näht. Topflappen immer noch, okay. Ich hoffe mal, dass sie da irgendwie weiterkommt. Also ich gefühlt habe ich schon sehr viel mehr, als dass wir schon immer über die Topflappen rauskommen. Was? Achso, Moment halt, stopp. Warum wird man da immer als Faulpelz? Oh Gott, sie macht. Ich wollte eigentlich Georgia auch anrufen, ne? Genau, also sie ist hier irgendwie noch am Tun und Machen, aber das bringt ihr zumindest jetzt hier gar nichts mehr. Oh. Na egal. Körper, Charisma und Sauberkeit. Okay, dann machen wir doch mal kurz Sauberkeit. Es schneit hier draußen sowas von. Mensch, lass mich doch in Ruhe, Mama. Ist doch seine Mutter, ne? Ich bin doch richtig, oder? Es ist doch seine Mutter. Ja, natürlich. Seine Mutti. Das ist natürlich jetzt echt blöd. Na, das ist, dass wir jetzt hier, weil wir sie sozusagen hier rüber beobachtet haben. Ach, der, wie doof, oder? Naja, gut. So, wir sind jetzt hier wieder befreundet zumindest. Das ist auch gut. Wo ist denn unser Hund eigentlich, der Bello? Der ist hier draußen. Wie geht's ihm? Oh, dem geht's ganz gut. Kommandos müssen wir ihm keine beibringen. Ich glaube, er hat auch schon alles gelernt. Möbel nicht ankauen. Wir können mal ein bisschen spazieren gehen, wenn ich mag. Ich weiß nicht, ob ich mag. Und unser lieber Theo hat ja auch schon eine Freundin. Anna Steffen wird ein bisschen geschleimt. Genau, er ist auch schon, er hat schon eine Sportplakette. Die würde ich jetzt noch gar nicht mal aufhängen. Oder? Nö, bei den Teenies mache ich das nicht. Da lasse ich es noch einfach drin. Was wollte ich denn gucken? Ach so. Genau, Sabina und er, die sind auch schon in einer festen Beziehung. Ja, eigentlich Freundschaften aufbauen. Wer ist denn das? Christel Greimers. Oh, ich kenne die Christel Greimers auch. Hier mit der Luise könnten wir auch. Ich weiß gar nicht. Was? Achso. Er ist das hier draußen. Oh, Sauberkeitspunkt. Also wie gesagt, hier in der Familie, ich bin wirklich irgendwie sehr gut, ja, hier in dieser Familie. Kennst du auch die Christel Kreimers? Nein? Warum? Warum kennt er sie und du nicht? Das ist wieder doof. Wen könnten wir denn anrufen? Die Christel wäre doch eine super Freundin eigentlich für dich. Okay, warte mal. Wir machen das mal so. Er ruft mal sie an. Ich glaube, ja, mit 18 kann ich sie wahrscheinlich noch nicht zu uns holen.
Wahrscheinlich sind die sich irgendwo mal begegnet, wo auch immer. So, und du, ach so, du kannst dich mal kurz baden und dann können wir gucken, was wir im Kühlschrank haben. So, und er quatscht erst nach. So, er kennt ja auch die Diana. Nur plaudern. So, erstmal nur plaudern und du holst dir was zu essen und dann gucke ich mal, okay, du. Ich weiß ja nicht, warum wir es hier irgendwie so schwer haben oder uns so schwer machen. Ich weiß es nicht. Ich möchte die eigentlich auch verkaufen. Was gibt es denn dafür? Ein bisschen was. So. Und dann gehst du erstmal hier oben benutzen, duschen. Und ich glaube, du gehst danach erstmal eine Runde schlafen. Das ist ja mein hübsches kleines Häuschen, finde ich. Ja, das ist ja irgendwie ganz putzig, unser Häuschen hier. Ich habe auch gar nicht den Anspruch, da irgendwie jetzt das zu vergrößern oder so. Oh, da haben wir. Das hat bestimmt Sabina mal dahin gelegt. Gut, du kannst das hier essen. Genau, das ist für Theo. Also dann mache ich dir das mal da rein. Wie heißt du 27? Probier doch mal, ob du sie einladen kannst. Lass mich mal ganz kurz überlegen, möchte ich noch jemanden von dem Haushalt? Och ja, warum nicht den Bruder, ne? Das wäre was für sie. Eventuell. Steh doch nicht mit so. Da. Okay, mal reparieren. So, Haushalt einladen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Ich weiß es nämlich nicht. Ah ja, cool. Genau, den Aaron. Und von denen weiß ich nicht. Ich möchte doch, ich hole mal den Yves nochmal mit. Er möchte unbedingt 6 Kinder haben. Ich bin im Moment ein bisschen am Überlegen, wo ich eigentlich die Kinder mit ihm machen möchte. Ob ich denn vielleicht nicht unbedingt die alle bei den Greimers haben möchte, sondern vielleicht irgendwo anders. Deswegen. Ich habe ja hier in der Familie eigentlich gesagt, die 2 Kinder, die reichen mir auch voll und ganz. Sei denn, es wäre so ein Kuckucksei, eventuell. Allerdings, also ich habe jetzt gerade geguckt, also sie ist nur noch 3 Tage. Ich weiß gar nicht, ob die dann zu dem Zeitpunkt noch schwanger werden. Ich glaube gerade schon. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Sind die gekommen? Na, guck mal. So, Christel begrüßen. Alle begrüßen. Mach du das mal. Das finde ich jetzt mal ganz toll, dass sie dann jetzt hier auch mal ein bisschen Freundschaften schließen kann. Finde ich süß. Auch die beiden passen eigentlich auch ganz gut sogar zusammen. Also als Freunde. Ich weiß nicht, vielleicht Aaron später. Schauen wir einfach mal. Schlambada mittanzen. Können wir nicht. Achso, doch, Moment. Räuber und Gendarmen. Guck mal, können wir mal Räuber und Gendarm spielen? So, du kannst hier noch mal was essen. Ich weiß gar nicht, warum hier immer meine Zeit so langsam irgendwie verrinnt. Ich habe immer das Gefühl, ich habe hier so viel Zeit und. Und ich gucke mir irgendwie hier manchmal echt das genauer an. Ach so, ruf mal deine Mutti an. Vielleicht können wir sie ein bisschen beruhigen. Was ja ganz cool wäre eigentlich. Genau, so, einmal nur mal plaudern. Ja, okay. Gucken wir mal. Aber Eve ist jetzt nicht mitgekommen. Es sind nur die Kinder gekommen. Also das heißt dann so viel, nee, hier keine Kinder machen. Oder so. Oh, dann hat sie aber wirklich heute mal die Kreimers hier und finde ich mal ganz, ganz, ganz toll. Lass mich mal ganz kurz was machen. Es ist ein bisschen kalt hier draußen, aber ich könnte.
Ich muss es mal ausprobieren. Zwei müssten eigentlich gehen. So, warte mal. Weiter zeichnen. Das räume ich gerade mal auf. So, und dann mache ich mal hier so. Ach, kann ich denn nicht bitten, mitzumachen oder so? Schlambade mit Tanzen, Geschichte erzählen. Ach, schade. Ich hätte gedacht, man könnte die jetzt holen. Okay. Aber vielleicht herbeirufen. Du rufst ihn mal herbei. Dann können sie mal rein, weil hier draußen ist ja voll der Schneesturm hier. Heute. So, du hast die Mutti angerufen und bist hoffentlich jetzt glücklicher. Sozusagen. Ein bisschen. Guck mal, ob du jetzt die Luise anrufen kannst. So, Luise. Nee, das ist die Luise. Nö. Ist bei der Arbeit. Das hört sich immer so an, als ob das nicht weiß, wenn das so Punkt, Punkt, Punkt. Das finde ich immer ein bisschen schade eigentlich. So, du kannst wieder aufstehen. Dann ziehen wir uns um. Dann geben wir nochmal was essen hier unten. Und wo ist... Ach so. Genau. So. Unterhalten, Witz erzählen. Reden, plaudern. Reden über Musik und Tanz können wir mal quatschen. Geschichte erzählen über Kunst. Finde ich eigentlich ganz süß, die zwei. Muss ich sagen. Was macht ihr? Fangen spielen. Okay, dann mache ich das mal weg. Irgendjemand ist in der Zone. Das kann er draußen sein. Ich glaube, der war Sport, oder? Ist er das? Ja, er blinkt. Ah, der. Nicht schon wieder. Nicht, dass dann wieder deine Omoti kommt. Ich weiß momentan gar nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Du kannst aber auf jeden Fall dann weiter die Topflappen fertigen. Ach so, ja genau. Was will Bello denn? Wobei Energie... Aber wir können mal loben für ein Tierbett liegen und liebhaben Bauchkraulen und noch ein bisschen toben oder so vielleicht. Warte mal. Spielen, toben. Sodass wir uns ein bisschen mehr nochmal befreunden. Wir waren ja ganz gut, aber auch da ist das irgendwie ganz runtergerutscht schon wieder. Ich mag das halt immer nicht, wenn ich jetzt ausziehe und wieder neu einziehe. Ich muss alles neu einräumen. Das finde ich dann manchmal ein bisschen blöd. Ja, also eigentlich würde ich mir wünschen, dass ich das nicht machen muss. Aber ich werde jetzt gleich das gerade mal gucken. Achso, Moment. Komm, so, jetzt machen wir weiter. Hat die sich gerade umgezogen? Warum ziehst du dich... Achso, du wolltest raus, gell? Hier raus. Telefon. So, hier. Telefon. So. Reden, abhängen. Wunderbar. Und du hier draußen, und du guckst jetzt auch hier durch. Kann ich Sandra sprechen? Nein, gerade mal nicht. So. Ich würde ja gerne... Jetzt guckt er die Oma an, ne? Blöd. Genau, die Octavia könntest du aber doch mal anrufen. Komm, geh mal rein und ruf mal die Octavia an. Los. Oh, als wäre mal von Claude hier das geklaut. So.
Wen habe ich gesagt? Octavia. Plaudern. Blub. Nähen ohne mit der Nadel, was? Ist schon eine stramme Leistung. Interessant. Und Sandra kann jetzt auch schon interessantere Dinge nähen. Zur Belohnung erhält sie den bronzenen Näh. Ja, cool. Oh, Oma, es tut mir leid. Es muss ja immer irgendjemanden treffen, ne? Das ist echt blöd irgendwie. So, ruf nochmal an. Und dann gucke ich gleich mal hier oben. Octavia, wo ist sie? Da. Plaudern. So, Sandra. Achso, ich muss dich erstmal wieder sagen, dir sagen. Dann hör mal auf. Wir sind jetzt endlich Bronze geworden. Das ist ganz cool. Ich meine, es sind jetzt Vorhänge. Das hatte ich bei. Oh nein. Wie? Doch. Ah, okay. Warte, warte, warte. So. Topflappen, Vorhang, Teddybären. Breitenvorhang. So, ich mache erstmal einen Teddybären. So. Ich mache erstmal hier einen blauen Teddybären. Und danach, ja, können wir uns selber gucken, ob wir die Vorhänge hier selber bestücken wollen oder ich weiß noch gar nicht. Oder ob ich sie einfach verkaufen möchte. Hier unten könnten wir vielleicht zwei neue Vorhänge reinmachen. Wäre auch eine Möglichkeit. So, mein Lieber, was kann ich eigentlich mit dir noch machen? Ah, guck mal, Verhalten im Brandfall. Das hast du noch nicht gemacht. Und er will nicht telefonieren. Ich weiß auch nicht. Dates hatte ich jetzt irgendwie keine große Lust bei ihm. Guck mal, Erziehung kannst du noch lernen, ne? So, ich mache jetzt mal. Oh, das hat aber schnell funktioniert. Wie doof. Komm, dann geh mal spazieren mit dem Bello. Genau. Klappt. Ich hoffe. So, jetzt haben wir gleich 16 Uhr und dann bin ich mal gespannt. So. Okay. Also er hat jetzt Sandra. Ich gucke jetzt mal ganz einfach auf. Wo ist er denn? Ja, war das. John Katz mit 54. Also oben oder unten 55. So, gucken wir mal weiter gleich. So, wie weit seid ihr? 49. Ist jetzt auch nicht so, noch nicht so schnell, ne? Das ist. Ich weiß auch nicht. Also manchmal. Oder bei manchen funktioniert das schneller. Oh, mein Gott. Aber das funktioniert dafür wiederum in dem Haus so schnell, dass ich echt nicht weiß, wie ich das mache. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, kleiner Berbu wurde von Sandra fertiggestellt. Das ist ja süß. Dann möchte ich noch einen breiten Vorhang. Ich habe nämlich unten ja, oder hier oben. Nee, ich habe ja hier lauter breite Vorhänge eigentlich. Wie wäre es mal mit. Lass mich überlegen, wie sieht es unten aus? Ja, doch, mach mal einen davon. Ja, doch. Ich bin gespannt. So, ich werde jetzt gerne wenigstens, aber irgendwie klappt es nicht. So, jetzt rauschen die nächsten. Er ist wieder mit dabei. Ja, so, also er ist wieder mit dabei und diesmal. Nö, es ist aber immer noch. Ach nee, doch ein Punkt ist es nochmal runtergerutscht, ne? Ja, 55. Es war vorhin 54, 55. Okay. Wie doof. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Das ist sowas von doof. Und jetzt hier nochmal. Kein Familienfreund mehr. Er ist nochmal mit dabei. Das ist also jetzt das dritte Mal, dass das passiert.
Oh Mann, ich will nicht raus, sie neu einziehen. Ich fürchte aber, ich muss, wenn ich das jetzt nicht. Oh, guck mal, und nochmal. Nochmal. Ja, das ist so verbuggt. Das ist echt doof. So, jetzt Bibi ist kein Familienfreund mehr. Genau, und schon Katze ist jetzt auch kein Familienfreund mehr. Und jetzt rauscht es, rauscht es, rauscht es hier runter. Wie doof. Das ist wirklich ärgerlich. Okay, dann müssen wir es wirklich so machen. Ich versuche jetzt, das eben mal alles rauszuwerfen, wieder neu reinzumachen. Und hoffe dann, dass es funktioniert. Ja, also wir sind jetzt eben kein Freund mehr. Weiß nicht, ob ihr noch hier noch mit hier bleiben wollt. Sie ist ja oben jetzt an der Nähmaschine eigentlich. Und ich würde ihr jetzt einfach. Wartet mal, lasst mich mal überlegen. Ich muss ja eigentlich zumindest daran kommen. Aber ich finde die Küche so schön. Die wird wahrscheinlich nicht hier drin bleiben, oder? Ach so, hatte nicht irgendjemand gesagt, dass ich hier zwei Mikrowellen habe? Ja. Das ist nämlich noch eine zweite. Ah nee, das ist ein Toaster. Guck, das ist gar keine Mikrowelle. Das ist ein Toaster. Oder bleiben die Sachen hier stehen? Ich weiß es halt echt absolut nicht. Ganz ehrlich. Und das alles einpacken. Oh, ist echt übelst. Oder ich baue es neu. Aber was ich auf jeden Fall natürlich einpacke, sind die Bilder. Noch und das hier. Warte mal, das war ja Spiele und Spaß. Genau, das ist ihrs. Und wo ist seins? Weiß ich gar nicht, wo ich das hingehangen hatte. Nee, dann ziehe ich einfach aus und dann müssen wir es halt neu einrichten. Das ist da. So, genau. Wenn es nicht anders geht, dann müssen wir es neu einrichten. Ich werde jetzt also. Ah, wartet ein was, aber trotzdem noch, nämlich diese Sachen. Was wie in Gebrauch. Oh. Das ist ja doof. Weil da was drauf ist. Ach, wie doof. Das ist auch doof. Gerade. Das ist. Ach, wobei, das kann man kaufen. Ne? Das ist das mit dem Roboter. Das kann man kaufen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das stecke ich mal rein. Das hatte ich gemacht. Nee, eigentlich. Ja, stimmt. Das hatte ich mal gemacht, weil ich ihm auch hier so ein bisschen Orden geben wollte. Das muss jetzt aber nicht sein. Ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen hierher nochmal eine Runde wieder. Mein Bedenken sind allerdings, dann fangen wir ja eigentlich am Morgen an, ne? Ach, das ist ja doof. Stimmt. Nee, dann kommen wir einfach erst nochmal wieder und ich mache das dann für das nächste Mal. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und Goodbye, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naidao. Ciao, ciao.